Wer klingelt denn so spät? Ach so, die Post. Vielleicht ist ja endlich eine Antwort auf meine Kontaktanzeige dabei. Für Hoagie. Eine Rechnung. Werbung für Billigjuwelen. Ein Brief von Purpurtentakel. Was? Als ich Dr. Freds böses mutiertes Tentakel das letzte Mal gesehen habe, musste ich mit Hoagie und Laverne ein verschwitztes T-Shirt teilen und in meiner Toilette rumwühlen. Haha, ihr dummen Menschen! Ich bin zurück, um die Welt zu erobern! Oh nein! Ihr werdet es bitter bereuen, meine Pläne durchkreuzt zu haben! Ich bin jetzt noch böser als je zuvor und werde dich, Laverne und Hoagie töten! Und zwar in dieser Reihenfolge! Hochverachtungsvoll, Purpur. Wie furchtbar. Purpur ist wieder zurück, will die Welt erobern und sich an uns rächen? Aber das Schlimmste ist, ich bin als Erster dran. Was soll ich tun? Ich brauche Hilfe. Dr. Fred. Auch wenn ich dachte, ich wäre die verrückten Edisons los. Aber es sieht wohl so aus, als müsste ich zurück zum Tollhaus. Schon wieder. Ich muss sofort los. Doch ich sollte noch dafür sorgen, dass Hoagie und Laverne Bescheid wissen. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir Return of the Tentacle. Ein Fan-Sequel zu Day of the Tentacle. Das, was weiß ich, wie viele Jahre her ist, das übelst geil war. Ich liebe ja Point-and-Click-Adventure, wisst ihr alle. Und jetzt kam Return of the Tentacles raus und ich möchte eigentlich gar nicht mal viel dazu sagen. Jeder, der Day of the Tentacle nicht kennt, sollte es spielen oder angeguckt haben oder sonst irgendwas. Ansonsten kann man wahrscheinlich ein paar Dinge, die hier jetzt passieren, nicht verstehen. Ich weiß es nicht. Und wir spielen ein kurzes Tutorial. Maus hier linksklick. Zum Hinlaufen. Maus da. Brief von Pup. Oh, das sieht ja cool aus. Rechtsklick ist angucken. Das ist der Brief von Purpurtentakel. Okay. Und linksklick ist nehmen. Oh, cool, das Inventar. Ah, linksklick. Leertaste? Ah, okay. Mit Leertaste kann man es mit allem kombinieren. Da würde ihn niemand bemerken. An die Pinnwand. So, hier dürfte der Brief nicht zu übersehen sein. Jetzt kann ich los. Okay, wir gucken aber hier noch alles Mögliche durch. Kochwäsche ist erst nächste Woche dran. Die liegt schon 3 Tage da. Pinnwand, dort hängen wir wichtige Notizen auf, die wir alle wissen müssen. Okay, Regenschirm. Ich hätte lieber einen gelben Regenschirm. Es regnet nicht mehr. Es regnet nicht mehr, okay. Lavernes Zimmertür? Ich soll nicht in Lavernes Zimmer, wenn sie nicht da ist. Das hatten wir erst neulich. Die Tür zu Lavernes Zimmer. Okay, Unterhose. Das ist nicht meine, also fasse ich sie nicht an. Igitt. Ja, okay. So, wir haben Sofa. Mist, genau 1 Zentimeter zu groß für meine Hosentasche. Eine Auffangvorrichtung für erschöpfte Gemüter. Ah, Popcorn. Ich will Hoagie nichts wegessen. Wie ich Hoagie kenne, sind da jetzt auch andere Aromen drin. Okay, Weltraumposter. Ein weiteres sinnloses Foto im Weltall. Zu langweilig. Zu langweilig. Hier haben wir noch ein Foto. Zu langweilig. Eine Erinnerung an den Moment, als Laverne, Hoagie und ich uns aus einem großen Pullover befreit haben. Sie muss am Strom angeschlossen sein, sonst leuchtet sie nicht mehr. Ach so. Darin ist gar keine Lava, sondern 2 flüssige Stoffe mit ähnlicher Dichte und unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten. Oh, Mr. Schlau. Bevor ich den wieder benutzen kann, muss ich den Heimhelm richtig konfigurieren. Okay, mehr haben wir hier nicht, von daher gehen wir einfach mal raus. Draußen. Catmic Games präsentiert. Ein Cartoon-Adventure entwickelt mit Unity.
Return of the Tentacle Prolog. Geschrieben und konzipiert von David. Ich war zu langsam. Grafik und Animation Marvin Ripzek. Programmierung Nathanael Schneider, Marco Arnold. Musik und Ton David Schornsheim. Audioprogrammierung David Schornsheim. Da steht eine Kuh. Zusätzliche Programmierung Brady Davis, André Simone, Benutzeroberfläche und Schrift Marvin Ripzek. Übersetzung Stefan Benker, Gerhard Kraus, André Daniel. Die Musik reißt einen voll hin. Da stehen noch mehr Namen. Könnt ihr das selber lesen. Die Kuh ist ausgestiegen. Ein riesigen Dankeschön an all unsere Tester. Spiel basiert auf den Charakteren und Welten erschaffen von Blob. Musik basiert auf Melodien von Blob. Wir sind da. Oh, geil! Dr. Fred! Sieh an! Wenn das nicht der größte Vollidiot ist, der dieses Haus je betreten hat! Dr. Fred! Pupo hat mir einen Brief geschickt. Er ist zurück und will Hoagie und Laverne und mich umbringen. Und dieser Brief ist echt? Ja, ganz sicher. Die Farbe des Briefes war purpur. Außerdem hat er mit hochverachtungsvoll unterzeichnet. Meine Güte, dann muss es ja stimmen. Bitte, Dr. Fred, Sie müssen uns helfen. So muss ich das. Wenn ich mich recht entsinne, warst du doch derjenige, der ihn vor 2 Jahren freigelassen hat. Aber Sie haben Purpo erfunden. Und hätte Ihre Matschmaschine kein Mutagen in den Fluss gepumpt, dann... Außerdem will er wieder die Welt übernehmen. Na, wenn das so ist, ich habe auch schon einen Plan. Wirklich? Das ist ja großartig. Dr. Fred? Wo sind Sie hingegangen? Chuck, die Pflanze. Hi, Chuck. Umarmen können wir uns später. Der wird von Mal zu Mal größer. Jetzt habe ich nur eine Sache. Da die Musik immer so relativ laut ist. Wir haben nur eine Lautstärke, ne? Aber wir können Untertitel einstellen. Dann mache ich das mal. Ab und zu hört man nicht was. Der wird von Mal zu Mal größer. Ah, so ist gut. So, wir haben hier die Tür. Ich glaube nicht, dass Dr. Fred hier lang gegangen ist. Nett. Nett. Auf der Klingel steht drücken. Nee, da steht push. Ich glaube nicht, dass Dr. Fred in sein Büro gegangen ist. Ich habe hier manchmal... Sorry, ich muss jetzt hier nochmal rein. Ich stelle mal auf Full HD, weil ich habe hier manchmal so ein Durchflimmern vom Ding. Ob das daran liegt, weiß ich nicht. So, wir haben ein Telefon. Das ist kein Mobiltelefon. Vielleicht sollte ich irgendwann mal wieder meine Mama anrufen. Aber nicht jetzt. So, und rein theoretisch, alle, die Day of the Tentacle gespielt haben, wissen ja... Ich glaube nicht, dass ich die Idee mag. Dass wir hier den Uhrenkasten aufmachen müssen. Das ist der Eingang zu Dr. Freds Geheimlabor. Korrekt. Ich glaube nicht, dass Dr. Fred nach oben gegangen ist. Ja, okay, können wir nicht machen. Hoffentlich schlage ich mir nicht wieder den Kopf auf. Und zwar werden wir die überarbeitete Version meines Chrono Johns benutzen. Den Chrono Wash. Oh nein, doch nicht schon wieder eine Zeitreise. Keine Angst, Bernhard. Diesmal wird alles funktionieren. Der Chrono Wash geht nächste Woche in Serie und wird weltweit verkauft werden. Allerdings sollten wir ihn vorher testen, da ich gestern noch ein paar Kleinigkeiten daran geändert habe. Guter Plan. Und wie machen wir das? Wir könnten Eds Hamster benutzen. Schön. Solange nicht ich das Versuchskaninchen bin. Bloß nicht. Am Ende vermasselst du noch alles. Und jetzt beeil dich, du musst den Hamster finden. Was? Warum denn ich? Damit du mich vor Purpur retten kannst. Aber sie wollten doch uns vor Purpur retten. Eben. Und darum wirst du auch den Hamster holen. Na gut.
Hier haben wir den Diamanten, den wir letztes Mal gesucht haben. Das muss auch anders gehen. Zeitmaschine. Diese Zeitmaschine wird von einem ziemlich teuren Diamanten betrieben. Ich glaube nicht, dass ich die Idee mag. Okay. Eine Zeitreise geeignete Waschmaschine. Letztes Mal war es ja eine Toilette. Okay, da können wir die Tür aufmachen. Können wir noch mit ihm reden? Dr. Fred. Was ist denn noch, Bernhard? Du solltest doch Eds Hamster holen, damit wir die Zeitmaschine testen können. Ja, aber... Wie geht es eigentlich Ihrer Familie? Wie geht es eigentlich Ihrer Familie? Hör auf, Interesse vorzuheucheln und mach dich an die Arbeit. Aber ich wollte doch nur... Ach, schon gut. Wie geht es Edna? Wie geht's Ed? Was macht Ted? Haben Sie eine Idee, wo der Hamster sein könnte? Haben Sie eine Idee, wo der Hamster sein könnte? Der Hamster sitzt meistens in Eds Zimmer und liest Zeitung. Wenn du ihn dort nicht finden kannst, wirst du auch noch in den anderen Zimmern nach ihm suchen müssen. Okay. Wie geht es Edna? Wie geht es Edna? Als wir vor 2 Jahren mit Purpur beschäftigt waren, hatte wohl einer unserer Gäste Edna die Treppe runtergestoßen. Was? Wie furchtbar. Wer denn? Das wissen wir nicht, weil sie sich seitdem weder bewegen noch reden kann. Zum Glück! Diese alberne Frage hättest du mir ruhig in einem Brief per Post schicken können. Sie hätten doch gar nicht die Zeit gehabt, auf meinen Brief zu antworten. Die würde ich auch nicht brauchen. Ich könnte mir meine Antwort einfach mit der Zeitmaschine aus der Zukunft holen. Wie geht's Ed? Wie geht's Ed? Ganz gut, glaube ich. Er sammelt jetzt Pilze. Krank. Du musst es ja wissen. Was sammelt er denn für Pilze? Ich habe schon für seine Briefmarkensammlung so wenig Interesse gehabt wie für dich. Schon gut, schon gut. Statt mich so unwichtige Dinge zu fragen, könntest du dich bei der Rettung der Welt endlich mal nützlich machen. Was? Naja, was macht Ted? Was macht Ted? Der liegt im Bett. Wo schläft er denn? Ich glaube, ihn zuletzt auf dem Dachboden gesehen zu haben. Okay. Was ist eigentlich mit Ihrem Labor passiert? Was ist eigentlich mit Ihrem Labor passiert? Ein kleiner Unfall. Ich habe mit einem neuartigen Kleber experimentiert. Hier, der Käse, der hier an der Seite rumballert. Ich geh dann mal. Weißt du, darauf habe ich mich schon den ganzen Tag gefreut. Oha. So, hier haben wir nichts mehr. Hier können wir verklebtes Geheimnis. Ich glaube nicht, dass ich die Idee mag. Können wir nicht nehmen. Hier ist auch noch ein Hebel. Den fasse ich besser nicht an. Schild. Das Schild steckt in der Matschmaschine fest. Das Schild steckt in der Matschmaschine fest. Das kann man nicht rausholen. Das Schild steckt in der Matschmaschine fest. Okay. Wasserhahn. Ich sollte zuerst etwas anschließen, bevor ich den Hahn aufdrehe. Okay. Findest du? Zu langweilig. Hamstergenerator. Die Edisons haben schon genug Strom im Haus. Okay. Eine geniale Erfindung von Dr. Fred, die durch die Kraft eines Hamsters Unmengen an Strom erzeugen kann. Sie zählt sogar zu den regenerativen Energiequellen. Okay, dann gehen wir mal wieder hoch. Ich finde es echt süß gemacht mit den Symbolen und alles. Finde ich echt lustig. So, ab in die erste Etage. Okay. Und? Was machen die denn hier? Und? Was sagst du nun? Falls du noch einen Selbsterhaltungstrieb hast, solltest du so langsam anfangen zu reden? Wer seid ihr denn? Wir sind Sam und Max, Freelance Police. Wir sorgen für Recht und Ordnung. Mit Gewalt, wenn möglich. Und wer ist wer? Ich bin Sam und das ist Max. Du wirst mir auf der Stelle sagen, für wen du arbeitest. Oder ich mache dich mit meiner sadistischen Seite für übertrieben hohe Gewaltanwendung bekannt. Was macht ihr hier? Wie du siehst, konzentrieren sich unsere Ermittlungsarbeiten gerade auf das Verhören eines Tatverdächtigen. Ihr verhört einen Hamster? Allerdings. Und er scheint bestens darauf vorbereitet zu sein. Hey Sam, er hat sich für die harte Tour entschieden. Ist er nicht klasse? Was auch immer du mit ihm anstellst, Max. Er muss danach noch reden können. Passt bitte auf, dass sie ihm nicht wehtut. Lektion Nummer 1. Woher die Redewendung schwarz sehen kommt. Seid doch bitte vorsichtiger. Hey Max, müsst ihr jetzt nicht Sterne sehen? Erst wenn sein Gesicht nicht mehr an der Wand klebt, Sam.
Wie wäre es, wenn ich dich etwas bräune? Ah, okay. Ey, das ist unsere Bang-Pistole. Oder einem Toaster. Erzählt er jetzt noch mehr? Ich warte. Ja? Und? Ich kann dich nicht hören. Wir reden mal mit Sam. Warum denn gerade ein Hamster? Eigentlich darf ich dir das nicht erzählen, aber wir ermitteln in einem Fall, dessen Indizien auf eine im Untergrund agierende Verbrecherorganisation hindeuten, die ihre geheime Kommunikation über diesen Hamster hier abwickelt. Ihr glaubt, die Mafia kommuniziert über einen Hamster? Lektion Nummer 2, das Reflexionsgesetz. Aufprallwinkel gleich Wegfliegwinkel. So ist es. Er arbeitet für ein nicht gemeldetes Postunternehmen, dessen Zentrale und Vorstand uns bis jetzt unbekannt sind. Und ihm diese Informationen zu entlocken, macht einfach tierisch viel Spaß. Ich brauche den Hamster, um die Welt zu retten. Darf ich dir eine gute Psychologin empfehlen? Ich muss ein böses, mutiertes Tentakel bekämpfen. Ich glaube nicht, dass mir eine Psychologin dabei behilflich sein kann. Mein 6. Sinn für übertrieben hohe Gewaltanwendung sagt mir, dass da jemand eine Menge Spaß mit dir gehabt haben muss. Mein Verstand sagt mir, dass dieser Vogel lediglich auf besonders auffällige Art und Weise beschränkt ist. Vielleicht studiert er ja einfach nur Physik. Woher hast du das gewusst? Mein 6. Sinn für übertrieben hohe Gewaltanwendung sagt mir, dass da jemand eine Menge Spaß mit dir gehabt haben muss. Vielleicht studiert er ja einfach nur Physik. Warum habt ihr euch eben wiederholt? Mein 6. Sinn für übertrieben hohe Gewaltanwendung sagt mir, dass da jemand eine Menge Spaß mit dir gehabt haben muss. Mein Verstand sagt mir, dass dieser Vogel lediglich auf besonders auffällige Art und Weise beschränkt ist. Vielleicht studiert er ja einfach nur Physik. Warum habt ihr euch eben nochmal wiederholt? Mein 6. Sinn für übertrieben hohe Gewaltanwendung sagt mir, dass da jemand eine Menge Spaß mit dir gehabt haben muss. Mein Verstand sagt mir, dass dieser Vogel lediglich auf besonders auffällige Art und Weise beschränkt ist. Vielleicht studiert er ja einfach nur Physik. Warum wiederholt ihr euch ständig? Ehrlich gesagt wollten wir sehen, wann du merkst, dass wir uns über dich lustig machen. Jetzt hast du es doch verraten, Sam! Von euch lasse ich mir das nicht bieten. Von zwei solchen Möchtegern-Polizisten wie euch muss ich mir sowas nun wirklich nicht bieten lassen. Sam, ich kriege Hunger. Hast du was gegen Physiker-Sushi? Max, wenn du einen Menschen zu Speiseäppchen verarbeiten willst, sollten wir uns ernsthafte Gedanken über dein kulinarisches Feingefühl machen. Sam, bitte benutze nie wieder das Wort Feingefühl. Was verbricht denn diese Verbrecherorganisation? Solange der Fall noch nicht abgeschlossen ist, wirst du von mir keine weiteren Informationen erhalten. Und von mir auch nicht. Deine Widerstandsfähigkeit ist ein wirklich grandioser Motivationsschub. Wie lange verhört ihr den Hamster jetzt? Besonders lange kann es noch nicht sein. Ich glaube, so 4 Stunden. Was? Wie schnell doch die Zeit vergeht. Das muss wahre Liebe sein, was, Max? Oh, ja! Bitte, hört auf damit und gebt mir den Hamster. Es ist dringend. Nun, wir benötigen ihn noch für Ermittlungen. Solange wir keine weitere Informationsquelle haben, können wir dir den Hamster nicht geben. Okay. Du hältst wirklich super dicht. Ich hatte schon lange nicht mehr so viel... Den nehme ich besser mit. Wer weiß, was sie dem armen Hamster damit sonst noch antun. Das heißt, und ich werde für den Spaß hier sogar noch bezahlt. Ich liebe dieses Land. Macht dieses Haus eigentlich alle verrückt? Zu langweilig. Irgendetwas an diesem Bild ist anders als früher. Okay, wir brauchen eine neue Informationsquelle für die... Hey Sam! So viel passt ja gar nicht in eine Hamsterbacke rein. Der macht schon nach 4 Äpfeln und einer Ananas schlapp. Max, so sehr ich auch dein Talent für illegale Befragungsmethoden zu schätzen weiß, möchte ich dir wärmstens empfehlen, folgende Vorschrift zu beachten. Dem Befragten sind während des Verhörs keine Fütterungszeiten zu gewähren. Aber Nahrung ist doch ein Grundrecht, nicht wahr? Du machst mich fertig, Kleiner. So, abgerubbelte Fläche. Ich glaube nicht, dass ich die Idee mag.
Die Münzen scheinen wohl oft durchzufallen. Ah, Rumkugel. Wow, eine Rumkugel mit 80% Alkohol. Was haben wir da noch? Fitnessriegel, gekühlter Kaffee und Rumkugeln. Ah, dann gehen wir mal hier rein. Sie ist verschlossen. Oh, Eistruhe, out of order. Ich brauche keine kaputte Gefriertruhe. Die Gefriertruhe sieht kaputt aus. Da hat sich sogar eine Pfütze gebildet. Stimmt. Okay. Seht ihr den Grafikfehler hier? Sie ist verschlossen. Okay, gehen wir in die zweite Etage. Tür. Sie ist verschlossen. Ist alles verschlossen? Sie ist verschlossen. Okay, dann gehen wir halt auf den Dachboden. Was haben wir hier denn alles? Arcade-Automaten. Ich habe keine Zeit zu spielen. Okay. Die Addisons spielen hier bestimmt Brettspiele. Sonst haben wir hier ja nichts. Ne? Ach, die ist nicht verschlossen. Hier ist aber auch niemand. Kein Mensch. Schlauch. Hey, den können wir für den Wasserhahn brauchen. Ein Schlauch. Damit habe ich im Garten meiner Eltern Wühlmäuse gejagt. Na toll, das Fenster klimmt. Womit kriege ich es auf? Mit einem Baseballschläger. Okay, oder so. Ich habe jetzt eher was anderes gedacht. Hey, da ist die Fahne, die wir aufgehängt haben. Irgendwie kommt mir das sehr bekannt vor. So, jetzt haben wir eine Maurerkelle. Mit diesem simplen Werkzeug, das ein bisschen wie eine zu kurze Schaufel aussieht, kann man formbares Material eben machen. Briefkasten? Ist nichts drin, oder? Er ist offen. So, hier haben wir Bernhard. Es tut jetzt noch weh. Bernhard, so langweilig. Oh, wir können auf den Parkplatz gehen. Machen wir es gleich mal, wenn wir hier sind. Oh, Polizei. Das Auto gehört bestimmt den gewalttätigen Polizisten. Kann man da irgendwie rein? Das macht überhaupt keinen Sinn. Okay. Hinter dem Tollhaus? Frisch gestrichenes Schild. Maulwurf. Er verschwindet zu schnell. Ich kann ihn so nicht fangen. Ah. Ich sollte den Schlauch vorher an einen Wasserhahn anschließen. Okay. Den Haufen hat er gerade erst gemacht. Die Erde ist noch ganz warm. Das wollte ich eh nicht anfassen. Zu langweilig. Okay. Nett. Also, hier ist das... Besser nicht. Ah, guck mal, hier ich ist das Laborfenster. Ich kann direkt in Dr. Freds Labor sehen. Da ist die Matschmaschine, der Hamstergenerator und ein Wasserhahn. Ohne einen Wasserhahn ist der Schlauch sinnlos. Ja, okay, dann müssen wir es von innen machen. Aber jetzt wissen wir zumindest, wie es geht. Oh, die haben sogar... Können wir hier auch noch rein? Okay, dann gehen wir hier auch noch rein. Oh, hier sieht auch noch alles so aus wie damals. Boing. Okay, Bühne. Lieber nicht. Kissen. Ich räume das nicht auf. Wir haben die Scheint Küche. Scheint so, als war hier gestern eine große Halloween-Party. Die Dekokisten sind noch nicht weggeräumt. Haben die Kisten... Kommen wir immer noch aufs Dach? Jo. Okay. Achso, war auf dem Dach noch was? Flaschenzug? Das muss doch anders gehen. Sieht selbstgemacht aus. Ich mag sowas. Ja, haben wir gemacht. Weihnachtslichter. Oh, welch schöne Weihnachtslichter. Besser nicht. Es hängen Weihnachtslichter und da hinten und gestern war eine Halloween-Party. Was? Auge im Glas? Das fasse ich nicht an. Warum nicht? Ich fühle mich beobachtet. Okay, gehen wir hier noch weiter. Das ist die Mumie! Junge, ich habe dich seit 2 Jahren nicht gesehen. Gut siehst du aus. Hast du dir einen neuen Verband machen lassen? Du benutzt noch immer das gleiche Eau de Mumie. Herrlich. Du kennst nicht zufälligerweise jemanden, der mit einer dubiosen Untergrundorganisation in Verbindung steht? Doch, der Maulwurf. Bist du Wie kannst du hier nur herumsitzen und dich betrinken, während Purpur versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen? Naja, wenigstens ist das Wetter okay, was? Junge, irgendwie erinnerst du mich an Laverne. Sie studiert Medizin und hat auch gelernt, wie man einen Verband wechselt. Eure Redensart ähnelt sich oft.
Okay. Also, ich rette dann mal wieder die Welt. Da ist der Typ, der hier letztes Mal die Schattartikel alle verkauft hat. So, wie kann man da jetzt rein? Sie ist verschlossen. Oh, schade. Okay, wir können ins Geheimlabor. Das ist ja Logik. 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 Wer fragt, dem sagt die Logik. Wie und was und wer und wo und wann. So, schlau. Das hat nicht funktioniert. Der Druck verteilt sich über die zwei Hügel. Ah. Aber der Maulwurf kommt bestimmt wieder zurück. Wir müssen den Hügel platt machen. Jetzt gibt es einen Ausgang weniger. Alles klar. Sehr gut. Oh nein, ich komme nicht an den Maulwurf heran. Baseballschläger. Maulwurfbrei ist zu nichts zu gebrauchen. Hier ist nichts zum Zuschaufeln. Ach doch, mal hier. Hier ist nichts zum Zuschaufeln. Hä? Lieber nicht. Damit könnte ich den Maulwurf verletzen. Das wird mir nicht helfen. Ich nehme lieber diesen Hügel. Er ist näher am Schlauch. Hä, hey, aber... Fluss. Fluss haben wir noch gar nicht. Ich glaube nicht, dass ich die Idee mag. Das wollte ich eh nicht anfassen. Was mache ich jetzt? Sich bestimmt aus im Untergrund. Oh nein, ich komme nicht an den Maulwurf heran. Ja, dafür Maulwurfkelle. Hier ist nichts zum Zuschaufeln. Achso, müssen wir jetzt den Maulwurf aufmachen? Ich mache den Hügel nur halb auf, damit der Druck sich nur ein bisschen verringert. Na logo. Na logisch. Hab ich dich. So, ab zu Sam und Max. Dann kriegen wir unseren Hamster. Wow, Max, das war ja Weltklasse. Warum spielst du nicht Baseball? Weil ein Baseball nie um Gnade winseln würde. Dann bist du bei der Freelance Police wesentlich besser aufgehoben. Der hat doch gar keinen Baseballschläger mehr. Endlich kommen wir zum Höhepunkt eines guten Verhörs. Die Eierkuchen sind fertig, Sam. Du bist ein lebenswerter Bengel, Max. Ja. Halt, hört auf. Ich habe den Komplizen des Hamsters ausfindig gemacht. Hey, das muss der Architekt des unterirdischen Brief- und Paketlieferungssystems der Verbrecherorganisation sein. Oh, klasse! Ein neues Verhör. Der Hamster hier fängt schon an, sich wie Gummi anzufühlen. Obwohl ich bezweifle, dass der Maulwurf etwas gesehen hat, denke ich, dass er eine Menge nützlicher Informationen zu diesem Fall beitragen wird. Aber Sam, das ist doch nur zweitrangig. Du machst einen echt fertig, Kleiner. Oh, diese Vorfreude. Vielen Dank für deine Hilfe. Kein Problem. Das habe ich doch gern gemacht. Aber jetzt muss ich los. Pupo will die Welt übernehmen. Ich hoffe wirklich, dass die Rettung der Welt nicht von dir und deinem Hamster abhängig ist. Okay, jetzt können wir nichts machen. Wenn der Maulwurf nichts von dem sieht, was ich mit ihm anstelle, muss es doch einfach nur gruseliger klingen. Wieder einmal bestechende Logik, präzise Ausführungen und brutal. Aber brutal. Sehr realitätsnah. Brutal. So. Ab. Oh. Sehen Sie, ich habe den Hamster besorgt. Jemand wie du darf darauf auch stolz sein. Wo ist jetzt das blöde Tentakel? Der Dicke! Ich will nicht sterben! Hoagie, Laverne! Exzellentes Timing!
Ihr habt nun die Erlaubnis, Teil meines genialen Plans zu werden, um euch gegen Purpurs Mordpläne zu Wehr zu setzen. Wenn wir Purpur einfangen, darf ich ihn dann haben? Ich brauche was Neues zum Sezieren, weil mein letztes Testobjekt einen Unfall hatte. Laverne, wir schweben in ernster Gefahr. Deswegen werdet ihr sofort mein Geheimlabor betreten, wo ich euch weitere Instruktionen über eure Aufträge erteilen werde. Na los! Instruktionen? So, mein Kleiner. Die Chancen stehen gut, dass du gleich der erste zeitreisende Hamster der Welt sein wirst, der lebendig wieder zurückgekommen ist. Sobald du angekommen bist, nagst du das Seil dort drüben durch, an dem mein Werkzeugkasten hängt, und kommst dann wieder hierher in die Gegenwart. Alles klar soweit? Dann auf ins Gestern! Und? Er klemmt! Ich habe Ihre Erfindung repariert. Hey, Dr. Fred, warum hängt hier eigentlich ein Werkzeugkasten in Ihrem Labor? Damit ich mich nicht bücken muss. Aber jetzt, wo mein Kron-O-Wosch fertig ist, brauche ich ihn wieder an meinem Arbeitstisch. Bernhard, was machst du da? Ich möchte ein zeitliches Paradoxon aus nächster Nähe beobachten. Nur zu! Wenn der Hamster Erfolg hat, fällt der Kasten gleich runter. Nein, er fällt gestern runter. Oh, jetzt können wir da unten wechseln. Aber nicht zurückwechseln. Okay. Das hatte ich nicht bedacht. Toll! Und was jetzt? Damit wir Purpurs Plan, die Welt zu erobern, vereiteln können, werde ich jedem von euch eine Aufgabe erteilen, die ihr in der Vergangenheit ausführen müsst. Aber wie sollen wir denn alle in den Chronowash passen? Ah. Purpurs Miniaturisierer. Dr. Fred, Sie hätten mich wenigstens fragen können. Guck mal, wie klein er ist. Oh, Bernhard ist ja wieder groß. So, Bernhard, du musst in meinem Büro Purpurs Brief an die Wand hängen und den Wecker daneben auf 20 Uhr stellen, damit ich bereits gestern einen Plan entwickeln kann, um Purpur aufzuhalten. Okay. Guter Plan. Laverne, du musst ein Lösungsmittel zusammenmischen, um gestern mein Labor von einem fehlgeschlagenen Experiment zu befreien. Was für ein fehlgeschlagenes Experiment? Es gab ein Problem mit meinem neuen Super-Duper-Kleber. Beim Explodieren. Na und? Das Lösungsmittel wirkt leider nur 20 Minuten, nachdem der Kleber mit Sauerstoff reagiert hat. Du musst dich also beeilen, sonst kann ich euch nicht vor Purpur retten. Und wie soll ich das Lösungsmittel machen? Hier hast du die Anleitung. So, Hogi, deine Aufgabe ist es... Hey, Bernhard, ich bin sogar ein klein größer als du. Was? Das ist unfair. Dr. Fred, schrumpfen Sie mich größer als Laverne. Maschine nicht... Dr. Fred, ich verstehe nichts. Ach, und das ist dann nicht unfair? Das wäre dann alles. Nochmal, was soll ich machen? Kurzfassung, das Schild an der Matschmaschine ist durch die Explosion weggeflogen.
das in Ordnung? Das hätte ich doch auch jetzt machen können. Du sollst es aber gestern gemacht haben. Als hätte die Maschine funktioniert. Ja, totales Chaos. Okay, wir sperren aus. Ich gehe in Dr. Freds Büro, stelle den Wecker und hänge Purpurs Brief an die Pinnwand. Und ich versuche, das Lösungsmittel zusammenzumischen. Wie läuft? Ich bin mit meiner Aufgabe gleich fertig. Ja, aber der Kleber ist ja noch... Mist. Doch nicht. Ich will jetzt nochmal nur kurz gucken, ob ich, wenn ich das nur auf HD stelle, ob es damit vielleicht besser wird. Weil das, was da immer durchfliegt, das nervt mich schon ein bisschen. Ich bin noch nicht stark genug, um das Schild rauszuziehen. Du musst noch stärker werden. Also wir können auf alle zugreifen. Die Edisons haben schon genug Strom im Haus. Okay. Ach nee, wir haben ja hier einen Werkzeugkasten. Nee, es kommt immer noch. Ich glaube, es liegt dann am Spiel. Full HD. Kantenglättung mal 8. Keine Ahnung. So, hier unten ist, haben wir ja eigentlich nix. Hier ist ein Kürbis. Das Monster stecke ich nicht ein. Was ist? Gestern war eine Halloween-Party, hat er gesagt. Der Grabstein ist hier besser aufgehoben. Normalerweise gehört Bühnen rumtragen, aufbauen und abbauen ja zu meinem Job. Aber heute rette ich die Welt. Okay. Ein Dosenöffner. Mach Dosen auf. Oder Gitarren. Oder Gitarren. Können wir eigentlich... Okay, das geht. Das wollte ich nur testen. Aber wir können eigentlich mal Wecker stellen. Ich sollte den Alarm auf 20 Uhr stellen. Schauen wir mal, wie das hier geht. Dort hinten drehen und jetzt hier drücken. Fertig. Das war ja viel zu einfach. Oh nein. Klingt, als wäre er kaputt. Ich muss mir was anderes einfallen lassen, um Dr. Fred für 20 Uhr ein Alarmsignal zu stellen. Der ist wirklich hinüber. Den kann man nicht mehr reparieren. Na toll. Schere. Damit kann man gut Sachen öffnen. So, hier ist die Pinnwand. Popos Brief an die Pinnwand. Ich brauche einen Pin. Na toll. Ich habe keine Zeit dafür, schon wieder Dr. Fred auszurauben. Schon wieder. So. Hören wir mit ihm reden? Hey, Hoagie. Was geht? Ich wollte in Dr. Freds Büro den Wecker stellen. Ist ja cool. Aber dabei ist er irgendwie kaputt gegangen. Kenn ich. Passiert mir manchmal mit Gitarrenhälsen. Was soll ich denn jetzt machen? Also, ich suche dann fix nach einer anderen Gitarre. Der Gitarrist hat so viele von denen, der merkt das gar nicht. Und wie soll mir das helfen? Ohne den Alarm werden wir Dr. Freds Aufmerksamkeit nicht schnell genug auf Purpurs Rückkehr lenken können. Dann hat er bis morgen keinen Gegenplan entwickelt. Wirst sicher noch eine andere Uhr in Dr. Freds Haus finden. Bestimmt. Wie hänge ich den Brief auf? Ich brauche etwas, um den Brief an der Pinnwand festzumachen. Hast du etwas gesehen, das mir helfen könnte? Naja, in Eds Zimmer hängt eine Pinnwand. Da kannst du ja mal nach einem Pin suchen. Danke. Okay, ciao. Ich verschwinde mal. Ciao. Ich geh trotzdem hier rein. Erdnussbutter. Keine Ahnung wofür. 100 Gramm von Crunchmeisters Erdnussbrei enthalten 25 Gramm Eiweiß, 22 Gramm Kohlenhydrate, 50 Gramm Fett und 176 Milligramm Magnesium.
Gut zu wissen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das rühre ich nicht an. Da wird mir schon vom Hinsehen schlecht. Okay, Kürbisse. Hier ist auch eine Tür. Ah, Waschküche. Ich habe nichts zum Trocknen. Da hängt ein Kaugummi davor. Schnur kurz. Eine kurze, aufgewickelte Schnur. Pümpel kann man nicht nehmen. Was haben wir denn noch alles? Waschmaschine brauchen wir auch nicht. Zu langweilig. So, gehen wir wieder. Wir brauchen... Achso, ja, wir brauchen... Ich habe gerade gedanklich überlegt, was wir jetzt machen. Guck mal. Lieber nicht. Das beißt mich noch. Aber hier sind da irgendwas... Häppchen. Später. Kürbis schmeckt mir nicht. Aufs Dach kann man nicht. Strohhalm. Durch das Saugen an einem Strohhalm erzeugt man einen Unterdruck, der dazu führt, dass die ihn umgebende Luft die Flüssigkeit nach oben drückt. Okay. Hätte es auch einfach sagen können. Das lasse ich hier. Falls mich die Polizei durchsuchen sollte, möchte ich nicht mit menschlichen Knochen in den Taschen erwischt werden. Ein Strohhalm. Okay. Murray! Hi. Nicht gesprächig. Das ist Murray! Der ist bestimmt nicht echt. Von, Flucht von Monkey Island. Ich wollte Pirates of the Caribbean sagen. Flucht von Monkey Island. Im Geheimlabor war ja nix. Wir gehen mal hoch. Hey, die Eistruhe geht noch. Jetzt wissen wir aber, warum sie kaputt ist. Lass das mal den Hoagie machen. Hast doch viel zu zarte Hände für dieses Nordpolklima. Stimmt ja. Hä? Okay. Spinat gefroren. Jetzt haben die einfach wieder getauscht? Okay. Massage, Finger, Zahlschlitt. Münze. Die Münze ist dreckig. Ja, egal. Mach da rein. Das Rüttelbett kann nix, was mein Bauch nicht auch könnte. Okay. Kann ich. Mach ich aber nicht. Jetzt können wir Gardinen stellen. Ich komm nicht ran. Mach die Tür zu. Eine stabile Gardinenstange. Da kann man bestimmt ein paar Kilo dranhängen. Ah, dass wir stärker werden. Boah, ne. Okay. Wenn man die Münze mit... Geh da weg. Hoagie! Darum wollte ich mich gerade kümmern. Ach, na dann. Hä, hey, okay. Sehr interessant. Oh, jetzt schmeißt er rein. Rumkugeln! Es ist eine Rumkugel mit 80% Alkohol. Also, was brauchen die eigentlich? Ich brauche Ethanol, Benzol und Magnesium für das Lösungsmittel. Okay. Aber Bernhard hat doch das Erdnussbutter. Okay. Gucken wir mal weiter. Sie ist verschlossen. Okay. Privatraum. Night of the Meteor. Ich glaube nicht, dass ich die Idee mag. Wie gern würde ich jetzt eine Runde Night of the Meteor spielen. Oh, guck mal, da ist Tinte. Die haben wir... Original, die Tinte haben wir im ersten Teil gebraucht. Wenn der Fernseher ganz wäre, könnte ich jetzt etwas spielen. Bowlingkugel. Die Bowlingkugel ist viel zu schwer für mich. Vielleicht kann Hoagie sie tragen. Okay. Hoagie. So eine Bowlingkugel zu tragen ist fast wie Training. Kann man die jetzt schon da ran? Das hält nicht, wenn ich es zusammenstecke. Okay. Ich gehe jetzt einfach mit Hoagie weiter. Ihr könnt mich alle mal gern haben. So, was haben wir hier? Oh. Ich will nicht. Ich will nicht. Seil kurz. Es ist fest verknotet. Von Hand kriege ich es nicht ab. Aber mit einer Schere. Schere. Moment, ich zeig dir, wie das geht. Cool. Aha.
Wie sagt man so schön? Wenn du die Welt retten willst, musst du ein paar alten Damen die Seile wegnehmen. Aua. Entschuldigung, aber es ging nicht anders. Okay, Edna. Mensch, Edna, das mit dir wird auch nicht besser. Oh. Okay, was haben wir hier noch? Monitore. Zu langweilig. Nett. Konsole. Zu langweilig. Viele Knöpfe und Schalter. Erster Hebel. Nichts passiert. Zweiter Hebel. Nichts passiert. Dritter Hebel. Nichts passiert. Oh, war nochmal eine dritte. Nichts passiert. Vierter Hebel. Huch, das Licht ist ja aus. Guck mal. Du Trottel, das ist der Hauptschalter für den Strom in der zweiten Etage. Wenn du hier rumspielst, funktionieren die Geräte für meine Pilzzucht nicht mehr. Ich denke, Ed hat gerade ein kleines bisschen überreagiert. Fünfter Hebel. Nichts passiert. Statue. Das muss auch anders gehen. Okay, pass auf. Wo ist denn Ed? Ah, hier ist er. Hey Ed, altes Haus. Ja nun, ich... Moment, kenne ich dich? Na klar, ich bin Bernoulli. Ach, du bist der Bernoulli-Versuch? Nein, ich bin Bernard Bernoulli. Ich habe dich von deiner Briefmarken-Obsession therapiert. Kann sein. Ich weiß ohnehin nicht mehr viel aus dieser Periode. Mein Psychotherapeut sagt, dass mir immer mal was Traumatisches passiert, das ich verdränge. Wir haben alle unser Päckchen zu tragen. Was machst du den ganzen Tag? Was machst du den ganzen Tag? Seitdem meine Lieblingsbriefmarke verschwunden ist, habe ich mir ein nachhaltigeres Hobby gesucht. Du sammelst jetzt Erde? Das ist gut. Wenn dir dein Lieblingshaufen verloren geht, kannst du einfach einen neuen ranschaufeln. Nein, Pilze. Hm? Pilze? Ich sammle und züchte seltene Pilze. Wie schön, das machst du gut. Danke. Ich finde Pilze lecker. Ich finde Pilze lecker. Nein, ich meine, nein. Pilze sind nicht zum Essen da. Du kennst doch noch gar nicht mein Ratatouille à la Bernoulli. Ich bin ein Fels. Ich bin ein großer, fester Fels. Wenn man Pilze in einer Pfanne brät, werden sie ganz klein und schrumpelig. Auch eine Welle zupft mich nicht um. Ich bin ein großer... Am liebsten brate ich sie so dunkel, dass man sie gar nicht mehr erkennen kann. Halt, stopp! Jetzt hör auf! Halt, stopp! Jetzt rede ich! Ich wollte dich ja nur inspirieren. Das sind alles meine Freunde. Die wird niemand essen. Du hast recht. Einen guten Freund isst man nicht. Aber so ein Pilz lebt doch auch nicht ewig. Was machst du, wenn es ihn mal nicht mehr gibt? Ich dokumentiere von all meinen Pilzen jeden Tag ihres Lebens mit Fotos und Wuchsbeschreibungen. Das sammle ich an meiner Pinnwand hier drüben, chronologisch sortiert. Es wird mein Lebenswerk. Junge, das sind ja mindestens 1000 Seiten. Ich nehme meine Aufgabe sehr ernst. Genauso wie meine Freunde, die Pilze. Wo ist denn dein Hamster? Ich weiß nicht. Er ist oft nicht mehr hier, seit ich mein Abo vom Wall Street Journal gekündigt habe. Ich mache mir Sorgen. Er trifft sich öfter mit dunklen Gestalten. Sag bloß, pass auf, dass ihn nicht noch die Polizei in die Finger kriegt. Die Typen haben fragwürdige Verhörmethoden. Woher weißt du das? Vertrau mir einfach. Ich brauche einen Pin. Ich brauche einen Pin. Kannst du mir helfen? Tut mir leid, aber Pins sind hier gerade überall ausverkauft. Der an meiner Pinnwand ist der letzte, den ich auftreiben konnte. Kann ich den haben? Nein. Nein. Gut. Friede sei mit dir. Wir nehmen ihn einfach. Hey, nimm die Finger da weg. Das muss alles schön sortiert bleiben. Und was ist, wenn wir... Huch, das Licht ist aus. Du Trottel, das ist der Hauptschalter für den Strom in der zweiten Etage. Wenn du hier rumspielst, funktionieren die Geräte für meine Pilzzucht nicht mehr. Ich denke, der hat gerade ein kleines bisschen überreagiert. Okay, das dauert zu lang. Kolben. Hey, den Kolben kann ich gut gebrauchen. Stimmt, hier hast du ihn. Danke. Dieser Glaskolben eignet sich perfekt, um darin das Lösungsmittel für Dr. Freds Super-Duper-Kleber anzurühren.
Die erste Zutat für das Lösungsmittel habe ich schon. Magnesium. Das Lösungsmittel ist fast fertig. Es fehlt nur noch Benzol. Okay, es fehlt nur noch Benzol, Pilze. Das brauche ich erst gar nicht zu versuchen. Ich glaube nicht. Hä? Okay. So, Benzol. Irgendwo Benzol, hier ist ein Tisch. Dafür habe ich keine Zeit. Okay. Ich dachte, vielleicht hat die ja zufällig Zeit dafür. Das ist eine Bowlingkugel. Die Bowlingkugel ist viel zu schwer für mich. Vielleicht kann Hoagie sie tragen? Vielleicht kann Hoagie sie tragen? Bestimmt. Zwei Bowlingkugeln zu tragen ist fast wie Training. Die ist aneinander. Das hält nicht, wenn ich es zusammenstecke. Brauchen wir die Seile dafür? Das kann ich nicht kombinieren. Das kann ich nicht kombinieren. Das kann ich nicht kombinieren. Okay. Gib mal die Seile zurück. Okay, hier geht's nicht raus. Wir brauchen irgendwas. Offen und arschkalt. Offen und arschkalt. Geheimlabor. Karton? Er ist fest zugeklebt. Schere? Hey, was stehst du da hinten? Da habe ich die nicht abgestellt. Was kommt der wieder? Das ist meine Aufgabe. Moment, ich zeig dir, wie das geht. Cool. So ein Brecheisen kann man immer gebrauchen. Ein Brecheisen? Ich nehme mal noch ein zweites mit, falls eins kaputt geht. Okay. Man kann nie genug Brecheisen haben. Ich glaube, ich habe jetzt genug Brecheisen. Man kann nie genug Brecheisen haben. Ich glaube, ich habe... Das behalte ich lieber. Okay. Ein Karton voller Brecheisen. Für was brauche ich ein Brecheisen? Hier haben wir ja nichts mehr. Werkzeugding haben wir auch nichts. Okay. Achso, wir waren noch nicht draußen, ne? Na, guck mal. Hey Ted, lange nicht mehr gesehen. Junge, es gibt nicht ein Foto mit uns beiden. Wir sollten bei Gelegenheit eins machen. So, lass uns morgen nochmal. Warum hast du ja... Für dich ist jetzt zwar heute, aber für mich ist es gestern. Purpur-Tentakel ist zurück. Darum sind Laverne, Hoagie und ich jetzt in der Vergangenheit, um ihn aufzuhalten. Dein Cousin Dr. Fred hat eine neue Zeitmaschine gebaut, den Chronowash. Wir sind die ersten Menschen, die ihn benutzt haben. Hast du auch mal was erfunden, Ted? Nicht wirklich. Warum hältst du eigentlich das Vogelbad hier draußen? Für die Vögel. Bist du Hobby-Ornithologe? Zur Strafe? Hast du etwa wieder die Hausbar leer getrunken? Weil du stinkst? Musst du dich auslüften? Wusstest du, dass wir morgen nochmal miteinander reden werden? Ciao. Na gut, du weißt ja. Ich rette jetzt die Welt. Nur mal kurz die Welt retten. Parkplatz. Oh, dreckiges Auto. Tankdeckel. Ah, Benzol. Strohhalm. Bernard! Darum wollte ich mich gerade kümmern. Ach, na dann. Damit kann ich das Benzin rausbekommen. Mhm. Und fertig ist das Lösungsmittel. Jetzt kann ich es mit dem Kleber benutzen. Okay. Kann man das noch irgendwas machen? Das wird mir nicht helfen. Das muss mir nicht helfen. Ich brauche kein Taxi. Auch wenn ich hier weg will. Guck mal, hier noch. Ist ja gar nichts. Ja. Das macht überhaupt keinen Sinn. Okay. Dann halt nicht. So, jetzt gehen wir... Hoppala. Wollte ich nicht. Geheimlabor. Kleber.
Sehr viel später. Puh, geschafft. Nanu, da ist ja noch mehr Kleber. Oh man. Hey, das ist die alte Zeitmaschine. Also. Mist. Jetzt klebe ich hier. Lösungsmittel? Das war jetzt schwer. Das macht überhaupt keinen Sinn. Warum nicht? Das sind Grüntentakel und Purpurtentakel. Kurz nachdem Dr. Fred sie erfunden hat. Okay. Chrono. Das funktioniert so nicht. Dr. Freds alte Zeitmaschine. Im Grunde besteht sie aus einer Toilette. Mhm, das kennen wir ja schon. So. Alte Werkbank. Das funktioniert so nicht. Die Werkbank sieht ja alt aus. Oh, wer? Der Rest von Dr. Freds super-duper Kleber. Können wir jetzt immer noch mal jedem was geben? Ja. Ah ja. Alter, was kommt da für ein Qualm raus? Also, okay. So. Ich bin noch nicht stark genug, um das Schild aus der Matschmaschine zu ziehen. Ja, ich weiß. Das sieht aus wie eine Hantel. Das ist eine Hantel. Yeah, damit kann ich trainieren. Jetzt brauche ich nur noch eine Hantelbank. Eine Hantelbank? Aber oben ist noch ein Tisch. Oben ist doch ein Tisch. Hier ist ein Tisch. Das kann ich nicht. Wie, das kannst du nicht? Ha! Das ist Blödsinn. Warum? Ach so. Sehr viel später. Ich fühle mich jetzt schon stärker, aber da geht noch was. Ah, Spinat. Ah, das macht natürlich Sinn. Jetzt brauchen wir nur irgendwas. In der Küche war doch eine Mikrowelle, oder? Ha, Mikrowelle. Wir warten auf das Spinat. Voll befreit ist von. Oh oh. Spinat. Dosenöffner, Spinat. Jetzt ist die Dose offen. Komm, Spinat, Hoagie. Ja! Mann, fühle ich mich jetzt stark. Und ich erst. So, ab dahin. Boing, boing, boing. Und Schild rausziehen. Geil. Geil. Wollen wir da... Das kann ich nicht kombinieren. Okay. Den fasse ich besser nicht an. Okay. Geheimraum. Nee. So, jetzt brauchen wir nur noch den. Deren Wecker und den Pin. Den Pin. Warte mal, wenn wir das... Ich habe eine Idee. Haben wir hier irgendwas? Nee. Das funktioniert nicht zusammen. Hm. Brecheisen. Pilz. Das kann ich nicht benutzen. Das ist nicht zum Zerschneiden da. Hm. Ich bin ein bisschen überfordert gerade. Ich kann diese beiden Dinge nicht kombinieren. Was brauche ich? Ein Brecheisen. Brecheisen. Das Ätna. Hier kann man nur das Licht ausmachen. Das muss auch anders gehen. Hier kann man nur das Licht ausmachen. Hier ist die Hantelbank. Hoagie sollte Erfinder werden.
Hier war ja gar nichts mehr. Hier ist auch nicht wirklich was. Die ist abgeschlossen. Sie ist verschlossen. Kann man die aufbrechen? Ich will das nicht kaputt machen. Okay. Hier haben wir ja auch nichts wirklich. Das muss auch anders gehen. Nee. Okay. Jetzt gucken wir mal in dem sein Büro. Schnur mit Wecker. Der ist wirklich hinüber. Den kann man nicht mehr reparieren. Familienfoto. Das stecke ich nicht in meine Tasche. Okay. Die Edisons sind immer noch besonders hässlich. Kamera. Das muss auch anders gehen. Zum Glück habe ich mir gestern die Haare schneiden lassen. Hm. Nein, heute. Der ist wirklich hinüber. Den kann man nicht mehr reparieren. Ja, was mache ich denn dann? Der ist wirklich hinüber. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Da war ja nichts mehr drin. Da vorne war ja auch nichts. Das ist nur Murray. Das brauche ich nicht. Zu Hause habe ich ein schöneres. Hm. Hier ist ja auch nichts. Hier ist auch nichts. Okay. Wir brauchen einen Wecker. Und den Pin. Der Banner bleibt da, wo er ist. Hm, Wecker und Pin. Den fasse ich besser nicht an. Warum nicht? Wasserhorn. Ich glaube nicht, dass ich die Idee mag. Wasserhorn. Kann man mit den anderen reden? Hey, Hoagie. Was geht? Okay, mit dir habe ich schon geredet. Mal. Ciao. Dann hole ich jetzt Laverne mal dazu. Red mal mit der. Vielleicht hat die einen besseren... Ich glaube nicht. Vielleicht hat die einen besseren Plan. Die beiden sind schon fertig. Nur Bernard hängt hinterher. Läuft bei dir. So, Bernard. Ich sollte mal langsam Popos Brief in Dr. Freds Büro aufhängen. Außerdem muss ich noch einen Ersatz für den Wecker finden. Ja, ich weiß, aber wie? Laverne. Wuhu. So. Dr. Freds Wecker ist kaputt. Wie soll ich denn jetzt deine Aufmerksamkeit auf den Plan lenken? Wenn mir bei einer OP ein Gerät ausfällt, muss ich auch improvisieren. Aber was bedeutet das jetzt für mich? Vielleicht ist hier noch etwas, das ähnlich funktioniert. Hm. Hast du eine Stecknadel? Alle zu Hause gelassen. Aber in Eds Zimmer habe ich eine gesehen. Ja, das weiß ich alles. Ich schaue mich mal weiter um. Hm. Die Edisons haben schon genug Strom im Haus. Eine geniale Erfindung von Dr. Fred, die durch die Kraft eines Hamsters Unmengen an Strom erzeugen kann. Sie zählt sogar zu den regenerativen Energiequellen. Das wissen wir schon. Das kann ich nicht benutzen. Das kann ich nicht benutzen. Ich kann diese beiden Dinge nicht kombinieren. Jetzt ist es ein langes Seil. Yay. Das funktioniert nicht zusammen. Das funktioniert nicht zusammen. Kann ich das jetzt mit der... Voilà. Nett. Mit der Dings da benutzen. Halt hier. Mit der Statue. Das kann ich nicht benutzen. Nicht Bernard. Mit der Statue. Das kann ich nicht benutzen. Hm. Ich würde halt gern irgendwie außer Gefecht setzen. Aber hier kann ich nichts kombinieren. Hier sind nur Pilze, Computer. Seil mit Ed. Das behalte ich lieber. Aufs Dach komme ich ja auch nicht. Wegen dem Flaschenzug oder so. Nee. Hm. Nichts passiert. Zu langweilig. Kann ich irgendwas... Ich will das nicht kaputt machen. Ich aber... Ah. Ich merke mir, dass es hier hängt und hole es, wenn ich weiß, wofür ich es benutzen kann. Das ist eine gute Idee. Hey, möchtest du einen Zaubertrick sehen? Sicher. Oh.
toll, oder? Nein, gar nicht toll. Ohne richtige Temperatur und Luftfeuchtigkeit können sich meine Pilze nicht optimal entwickeln. Aber der Trick war doch trotzdem gut. Moment mal, wo führt das Seil hinter deinem Rücken hin? Geh ich gar nichts an. Hey, so verdirbst du den ganzen Spaß. Pin. Ups. Meine Boston-Besserling-Pilze! Du hast meine Boston-Besserling-Pilzsammlung ruiniert! Und 7 Jahre Therapie! Also, zu meiner Verteidigung? Jetzt erinnere ich mich wieder an dich! Raus aus meinem Zimmer! Wo ist das Foto zum halbkugeligen Borstling hin? Okay, hier sind wir jetzt erstmal fertig, glaube ich. Das Seil. Das macht überhaupt keinen Sinn. Okay. Okay, jetzt können wir zumindest mal das Ding aufhängen. Pin. Okay, der Brief hängt. Jetzt muss ich mir noch einen Ersatz für den Wecker suchen, um Dr. Fred einen Alarm zu stellen. Ja, und dafür habe ich 3 Brecheisen. Ich brauche kein Taxi, auch wenn ich hier weg will. Besser nicht. Kann ich das Auto aufbrechen? Ich glaube, da gibt's nichts zu holen. Hier sind nur Rohre. Fenster? Ich will das nicht kaputt machen. Ich aber. Haben wir irgendwas, wo wir nicht reinkommen? So? Hier kommen wir über rein. Da ist nur Murray. Da war Waschküche. Ich glaube nicht, dass ich die Idee mag. Dr. Fred hat die Teile für seinen Chrono Wash bestimmt von hier. Auch für das Wäschetrocknen muss man hier bezahlen. Ich will das nicht kaputt machen. Ich hab gerade gedacht... Ich will das nicht kaputt machen. Also, oh, in der Kaffeemaschine ist doch auch irgendwas drin. Die Kaffeekannen sind weg. Der Grabstein ist hier besser aufgehoben. Was ist denn... Was... Warte mal, die Mikrowelle. Der Duke nimmt es mit jedem Eisberg auf. Der Duke ist geschlossen. Okay, das ist dann auch nicht. Vielleicht sollte ich irgendwann mal wieder meine Mama anrufen. Aber nicht jetzt. Auf der Klingel steht drücken. Ich will das nicht kaputt machen. Hier war ja... Ich will das nicht kaputt machen. Warum nicht? Ich will es aber kaputt machen. Da kommen wir auch nicht rein. Hier ist ja auch nichts. Ich will das nicht kaputt machen. Der will nichts kaputt Nett. Machen. Mal die Tür zumachen. Nett. Kenne ich davon jemand? Guck mal. Da haben wir die Tür schon zugemacht. Ja, ja. Da war ja nichts. Türen zumachen ist immer eine gute Idee. Hier ist keine Tür. Hier ist auch keine Tür. Kann man hier noch irgendwas machen? Oh je. Das muss auch anders gehen. Brecheisen. So schlecht ist der Computer jetzt auch nicht. Es war alles so perfekt. Brecheisen, Pilze. Ich will das nicht kaputt machen. Keine Sorge, Beth. Ich will das nicht kaputt machen. Mach das wieder ganz. Ich glaube nicht, dass ich die Idee mag. Na toll. Das Foto. Hoagie sollte Erfinder werden. Was haben die anderen denn noch so in der Tasche? Superkleber. Der hat nichts mehr. Der ist noch Superkleber. Was können wir mit Superkleber machen? Superkleber. Das kann ich nicht benutzen. Keine Sorge. Das kann ich nicht benutzen. Papa, mach. Superkleber. Das funktioniert nicht zusammen. Haben wir hier irgendeinen Tipp? Das stimmt. Hey, die stehen beide unten. Warte mal.
Ich stehe noch nie da unten. Lol. Okay. Mensch, Edna. Das mit dir wird auch nicht besser. Oh. Wir haben noch eine Schere. Das ist nicht zum Zerschneiden da. Wir haben noch eine Schere. Können wir mit der Schere eventuell... Hi, Chuck. Nee, nicht mit... Umarmen können wir uns später. Nicht mit Chuck. Mit der Schere. Ich möchte lieber nicht wissen, wie es unter seinem Verband aussieht. Ich aber. Das muss auch anders gehen. Das kann ich nicht benutzen. Ich will das nicht kaputt machen. Oh Mann. Lieber nicht. Das lasse ich hier. Falls mich die Polizei durchsuchen sollte, möchte ich nicht mit menschlichen Knochen in den Taschen erwischt werden. Ich will das nicht kaputt machen. Superkleber. Das kann ich nicht benutzen. Das kann ich nicht benutzen. Das ist nicht zum Zerschneiden da. Murray. Ich will das nicht kaputt machen. Lieber nicht. Das beißt mich noch. Das fasse ich nicht an. Kürbis schmeckt mir nicht. Später. Hier waren wir auch schon überall. Was ist denn wie ein Wecker? Bin ich so doof, oder was? Ach. Da ist eine Glasscheibe vor den Zeigern. Ich komme nicht ran. Das ist noch eine alte Uhr, die man von Hand stellen muss. Ha. Nett. Jetzt habe ich alle Aufgaben erledigt. Oh Gott. Ich dumm. So, die Uhr ist gestellt und der Brief aufgehängt. Und das Geheimlabor klebt nicht mehr. Dann können wir ja jetzt zurück. Huch, die Matschmaschine ist ja an. Ich mache sie besser aus, bevor noch was Schlimmes passiert. Das wollte ich immer schon mal machen. Hoffentlich ist Dr. Freds Plan gegen Popo nicht so gefährlich. Wie kommt der da jetzt rein? Doch alles gut. Ah, okay. Es funktioniert! Heißt das, Sie haben einen Plan entwickelt, um Popo zu stoppen? Nein, die Zeitmaschine! Sie funktioniert! Dr. Fred, das wissen wir doch, seit wir den Hamster als Versuchskaninchen benutzt haben. Nein, die Versuchskaninchen seid ihr gewesen. Und ihr Dummköpfe habt tatsächlich geglaubt, dass Purpur zurückkommt. Aber der Brief... ist von mir. Ich musste noch einen Abschlusstest an Menschen durchführen, bevor der Chrono-Wash in Serie gehen kann. Sie gemeiner Tentakelerfinder. Ja, das ist echt nicht nett. Wo ist Purpur denn jetzt? Wir hatten ihn doch damals mit einem Brief nach Sibirien geschickt. Ja, leider war der Brief nicht ausreichend frankiert und kam zurück. Deswegen habe ich Purpur die letzten 2 Jahre in meinem Labor festgebunden. Und damit ihr Volltrottel ihn da gestern nicht wieder losbindet, habe ich ihn mit meinem Super-Duper-Kleber in meinem Geheimraum festgeklebt. Deshalb haben sie gestern den Superkleber erfunden. Aber diesen Fleck habe ich auch weggemacht. Großartig, Laverne. Dann müssen wir ihn jetzt wieder einfangen. Zum Glück ist die Matschmaschine nicht aktiv. Sonst hätte Purpur wieder durch das Muttergehen zu seinen mächtigen Armen kommen können. Aber Dr. Fred, die Matschmaschine war doch an. Ich habe sie erst ausgemacht. Bernhard, das Schild war verdreht. Du hast das Ding angemacht.
Bom, bom, bom. Oh, oh. Haha, ihr dummen Menschenwesen. Dank euch bin ich zurück und mächtiger als je zuvor. Ich will die Welt erobern und das Universum. Eure billigen Zeitreisetricks könnt ihr euch sparen, denn meine Klone beschützen mich in der Vergangenheit. Mein neues Zentrum der Tentakelmacht wird sogar für die Erde zu groß. Hochverachtungsvoll, Purpur. Yes. Danke, Bernhard, dass du so dumm bist. Ich wusste, ich hätte mir richtige Testpersonen holen sollen. Aber wie ist Purpur in die Vergangenheit gekommen? Wahrscheinlich mit dem alten Kron O'John. Kacke. Was machen wir jetzt? Keine Angst, ich habe einen Plan. Und zwar schicke ich euch mit dem Kron O'Wash zu Purpur und dort haltet ihr ihn auf. Aber wir wissen nicht mal, wo Purpur ist. Langweile mich nicht mit Details. Ich muss hier nur zwei Kabel vertauschen und dann landet ihr auf dem Planeten. Was denn für ein Planet? Purpur wird sein neues Machtzentrum auf dem Kepler 452b errichten. Und woher wissen Sie das, Dr. Fred? Es ist der einzige erdähnliche Planet, der groß genug dafür wäre und über ausreichend Biosphäre verfügt. Außerdem stand der Planet auf dem Absender von Purpurs Brief. Sie sind ja ein richtiger Sherlock Holmes. Schnallt euch an, es geht los. Aber sollten wir die Maschine mit den vertauschten Drähten nicht erst testen? Das tun wir doch gerade. Es funktioniert! Einstein hatte also doch nicht recht. Oder etwa doch? Oh, jetzt sind sie wieder in drei unterschiedlichen Zeiten. Aha. Oh, ist ja schön hier. Na toll. Verdammt! Der ist wieder. Achso, ja, stimmt, war er letztes Mal auch so. Zu Ihrem Plan, Dr. Fred? Natürlich nicht! Jetzt müssen wir improvisieren! Huch, was ist denn jetzt los? Alles duster. Ich glaube, das Spiel ist alle. Aber es hat doch gerade erst angefangen. Anscheinend konnte der Grafiker hier noch nicht weiterzeichnen. Ist bestimmt sau aufwendig, so viele Orte zu zeichnen. Oder wie sich Bernhard am Arsch kratzt. Oder diese Dialoge zu schreiben. Und aufzunehmen. Gibt schon ziemlich viel zu tun. Ich hab gehört, die waren nur zu viert und haben das in ihrer Freizeit gemacht. Wow. Doch um ein vollständiges Spiel wie dieses in absehbarer Zeit fertigzustellen, reicht die Freizeit leider nicht aus. Schade. Aber schreibt doch dem Team eine E-Mail, wie euch der Prolog gefallen hat. Und gebt es euren Freunden zum Spielen. Je weiter sich das Fan-Adventure verbreitet und je mehr Feedback es gibt, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Spiel fortgesetzt wird. Das wäre geil. Ich will Purpur fertig machen. Bis hoffentlich bald. Macht's gut. Ciao. Lul. Okay. Mega gut. Deswegen Prolog. Ich habe die ganze Zeit überlegt, warum Prolog. Okay. Dann wissen wir jetzt alle Bescheid, was wir machen müssen. Wir verbreiten das Spiel, geben denen alle Rezensionen, die man geben kann, weil es war mega gut gemacht, war mega lustig, auch wenn ich einen Brainlag hatte. Und dann hoffen wir mal, dass das Spiel weitergeführt wird. Weil es wäre echt nicht schlecht. Also, ich hab's mögen. Es war im gleichen Stil wie früher und so und die ganzen Sachen. Okay, die Rätsel waren noch nicht so anspruchsvoll, aber okay, es ist halt nur Prolog. Und von daher würde ich doch sagen, wir
unterstützen, wo wir können. Ich packe auch alle Links in die Beschreibung, wo ich finden kann. Und dann hoffen wir mal, dass wir irgendwie Rumänisch, Finnisch, Schwedisch, Hebräisch, was? Chinesisch? Pohunsung, Potion. Sind doch erfundene Namen, oder? Dialogregie. Dann hoffen wir mal, dass die Jungs hier das weitermachen. Der David Schonsheim, Adam Lofthaus, Mendley Reese, Brady Davis, Elliot Wingway, Stephen Benker, Marco Rosenberg. Achso, hier sind die Sprecher. Das sind die gleichen. Nee. Ich dachte gerade. Beim großen Dankeschön an alle unsere Tester, spielbasiert auf Charakteren und Welten erschaffen von Ron Gilbert, Gary Winnick, Dave Grossman, Tim Schaffer, Steve Burkell. Musik basiert auf Melodien von Michael Zettland, Clint Bajakin, Peter McConnell. Spielzeit 1 Stunde 19 Minuten. Hey, ist lustig, dass da dran steht. Und das für einen Prolog, der umsonst ist. Du hast 21 von 43 freigeschalten. Okay, es gibt noch Errungenschaften. Kein Taschenbowser? 34 einzelne Kombinationsdialoge. 24 einzelne... Oh lol. 100 verschiedene Textzeilen gehört, gerade mal die Hälfte. Ach, 1000. Versuch dir deinen Weg zu bahnen, ein Hoch auf die Dummheit. Wassersparer. Gewalt ist keine Lösung. Schlägertyp. Speedrunner, Bannerspiel in unter 12 Minuten. Speedwalker, Bannerspiel in unter 30 Minuten. Ich hab's eilig. Den Überblick behalten, zum verrückt werden. Macht dieses Haus eigentlich alle verrückt? Oh, da gibt's voll viele Errungenschaften. Okay, das machen wir jetzt aber nicht. Und damit bedanke ich mich bei euch und guckt gerne bei den Leuten vorbei und vielleicht werden wir dann irgendwann mal noch im Anschluss was sehen von dem Team. Ah, jetzt kommt wieder. Okay. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao!